Hallo, liebe Geschwister. Heute wollen wir ein neues Thema beginnen, nachdem wir nun das alte mit den Schlüsseltexten des Glaubens abgeschlossen haben. Wollen wir nun einmal eins der Evangelien uns einzeln vornehmen. Und zwar möchte ich mit Ihnen in der nächsten Zeit das Markus-Evangelium einmal durchgehen in großen Zügen. Wir schauen hinein und schauen, was wir entdecken. Und ich möchte heute eigentlich mit einer Einführung beginnen. Und deswegen fangen wir mit dem ersten Vers erstmal nur an. Das Markus-Evangelium beginnt: die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Liebe Geschwister, das ist eine Ouvertüre, die im Prinzip schon sehr deutlich eine Ansage macht. Markus will an der Stelle ganz deutlich sagen: ich möchte euch von einer Person erzählen. Und diese Person ist für mich der von Gott geschickte Retter. Diese Person ist für mich der König aller Könige. Diese Person ist für mich Gottes Sohn. Klare Ansage, allein in den Worten: Christus, der Gesalbte, auf Hebräisch übrigens Messias, der also von Gott auserwählte, der von Gott zugerüstete, beziehungsweise auch der Königliche. Erinnern Sie sich ans Alte Testament, König Saul, König David, die zum König gesalbt werden. Entsprechend also der Gesalbte, der von Gott auserkorene. Und die gute Nachricht, auf Griechisch Evangelion. Woher unser Wort Evangelium eindeutig kommt, das uns eigentlich deutlich macht: hier geht es um etwas, was uns wirklich froh machen kann. Das, was wir jetzt lesen, das ist das, was eigentlich wir brauchen, um wirklich zur Freude durchzudringen. Wer ist eigentlich dieser Markus? Lange Zeit hieß es, Matthäus ist das älteste Evangelium und deswegen hat man es an den Anfang gestellt. Später hat man dann in der Forschung gemerkt, es ist nicht Matthäus, der Jünger, sondern einer, der sich dann auch Matthäus genannt hat, beziehungsweise vielleicht hieß er auch so, aber nicht der Jünger, der das Evangelium schrieb. Im zweiten Jahrhundert kommt man schon dahinter oder beziehungsweise erzählt man von einem Markus, der dieses Evangelium geschrieben hat, der in der Apostelgeschichte und in den Briefen des Paulus vorkommt, nämlich Johannes Markus. Oder Markus Johannes, so rum besser auch gesagt. Einer der Reisebegleiter des Paulus. Er ist am Anfang bei den ersten Reisen mit dabei, kehrt aber dann wieder nach Hause zurück. Wir wissen nicht, ob es Streit gab oder ob er Sehnsucht hatte und es nicht durchgehalten hat. Zieht dann ein Stück mit Petrus umher und schließlich dann kehrt er wieder zu Paulus auch zurück. Johannes Markus ist letztlich in der Gemeinde zu Hause. Seine Mutter Maria scheint in der Jerusalemer Gemeinde eine Rolle gespielt zu haben. Sie taucht dort jedenfalls mit auf. Er wächst also im Glauben ein Stück auch heran. Das ist das, was eigentlich wir ein Stück aus den, von den Vätern aus dem zweiten Jahrhundert erfahren, die das Evangelium ihm zuordnen. Ansonsten wird deutlich, er schreibt Griechisch, Evangelion. Allerdings, von der Art und Weise, scheint er eher römisch geprägte Menschen im Blick zu haben. Diese knappe Art des Erzählens
ohne viele Ausschweifungen, dieses thematisch geordnete, ein Stück eingeordnete, macht es eigentlich deutlich, dass es eher den römischen Sprachstil hat, sehr, ja, ein Stück auch nüchtern. Wenn Sie das Markus-Evangelium mit dem Lukas-Evangelium unterscheiden, da haben Sie so diese beiden großen Spannungsbögen. Auf der einen Seite dieses ganz nüchterne Erzählen, auf der anderen Seite, dass bei Lukas dieses eher an griechische Bevölkerung mit vielen Bildern, mit vielen auch lebendigen Geschichten, mit der Betonung der Christus, der zu den Armen kommt und all diese Sachen. Das ist für letztlich Markus, ist vieles da nicht so wichtig. Auch fehlen bei ihm die großen Reden Jesu. Er möchte schildern, wer dieser Mann ist und bringt die Dinge, die für ihn sozusagen ein klares Bild zeichnen. Weniger die großen Worte. Entstanden ist dieses Evangelium so etwa um, ja, man sagt so 60 bis 70. Auf jeden Fall hatten Lukas und Matthäus schon dieses Evangelium vorliegen, als sie ihr Evangelium schrieben, denn das Markus-Evangelium ist fast komplett in beiden anderen Evangelien enthalten. Dazu allerdings haben die beiden anderen eben andere Aspekte. Lukas habe ich schon kurz angetippt. Nun Matthäus. Matthäus schreibt eher an jüdisch geprägte Gemeinden und arbeitet da viel mit Rückgriff aufs Alte Testament, was ja den Juden vertraut ist, warum eigentlich Christus gekommen ist und so weiter, um ihn deutlich zu machen, er ist der, auf den ihr eigentlich wartet. Das ist für, interessanterweise, Markus nicht wichtig. Markus möchte zeigen, er ist der von Gott Gesandte, er ist der, den ihr vertrauen könnt, er ist der, der uns auch in seinem Leben sehr deutlich zeigt, was Gottes Wille ist. Und von dem will ich erzählen. Und das ist ihm wichtig. Dieses auszubreiten und damit diesen rational denkenden Menschen eine Tür zu öffnen zur Freude. Gute Nachricht. Evangelium. Etwas, woran ich mich halten kann. Und das durchzieht diese Texte. Ist wie eine Überschrift über dem Ganzen. Und damit verrät er auch schon zu Beginn, worum es im Ganzen gehen wird, unter welchem Blickwinkel man das Ganze prüfen soll, das Ganze letztlich durchschauen soll. Und wir werden merken, wenn wir es in großen Abschnitten dann lesen, dass da auch er das im Ganzen durchzieht. Ihm geht es nicht um Richtigkeiten, um richtige Lebenseinordnung. Ihm geht es nicht um das Umfeld. Ihm geht es vor allem darum, dass klar wird, er ist Gottes Sohn. Aber er hängt es nicht an die große Glocke. Wer ihn erlebt, wer hinsieht, der entdeckt es. So wird es eine hoffentlich spannende Reise, die wir unternehmen, wenn wir wieder Tag für Tag hineinschauen an den Werktagen und uns dadurch ein Stück auch ins Nachdenken bringen lassen und diesen Jesus von Nazareth an dieser Stelle besser kennenlernen. Die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Gottessohn. Ich lade Sie ein, nächste Woche sich ganz drauf einzulassen und wünsche Ihnen heute einen gesegneten Tag und ein gutes Wochenende.